Passen lange Haare eigentlich zu mir? Wie würde ich eigentlich mit langen Haaren aussehen? Und welche Gesichtsform brauche ich eigentlich, damit ich lange Haare tragen kann? Heute geht es um die Frage, die sich wohl alle Leute da draußen stellen, wenn es um das Thema lange Haare geht. Und zwar, passen lange Haare eigentlich zu mir? Denn wenn du dich dazu entschließt, dir deine Haare lang wachsen zu lassen und durch diese Übergangsphase durch musst und teilweise aussiehst wie so ein Handfeger oder wie so ein Wischmopp, ja, dann muss sich das Ganze ja auch irgendwie lohnen. Denn nichts ist schlimmer, wenn du am Ende der Reise merkst, Mist, scheiße, mit langen Haaren sehe ich doch nicht so gut aus. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Deshalb gibt es heute zwei Empfehlungen von mir, wie ihr herausfinden könnt, ob euch lange Haare auch wirklich stehen. Starten wir mit Möglichkeit Nummer 1 und zwar mit passenden Beispielen. Was meine ich damit? Lass mich dir das Ganze kurz erklären. Und zwar solltest du dir Beispielfrisuren raussuchen von Männern mit langen Haaren mit einer identischen Gesichtsform. Warum das? Die Gesichtsform ist erstmal die Grundlage von allem. Ja, also die entscheidet erstmal, ob dir eine Frisur steht oder eher nicht. Deshalb ist es erstmal unerlässlich, dass du herausfinden musst, was für eine Gesichtsform du persönlich eigentlich hast. Falls du das noch nicht weißt, dann klick einfach mal hier oben hin. Ich habe dazu mal ein ganz ausführliches Video gemacht. Da kannst du herausfinden, welche Gesichtsform du persönlich hast. Es gibt nämlich unterschiedliche Gesichtsformen und zu unterschiedlichen Gesichtsformen passen logischerweise auch unterschiedliche Frisuren. Wenn du dann aber weißt, welche Gesichtsform du hast, dann kannst du darauf basierend dir einfach passende Beispiele raussuchen von Männern mit langen Haaren und wichtig an dieser Stelle, bestenfalls suchst du dann auch Beispiele raus mit der Frisur, die du persönlich auch rocken willst. Heißt, wenn du zum Beispiel lange Haare haben möchtest und deine Haare offen tragen möchtest, dann such dir Beispiele raus von Männern mit der identischen Gesichtsform und langen offenen Haaren. Wenn du zum Beispiel eher sagst, hey, nee, ich will auf jeden Fall Man-Bun rocken, ja, dann such dir Beispiele raus von Männern mit der identischen Gesichtsform und Man-Buns. Dann weißt du auch ganz genau, wo du hin willst. Und das Gute an dieser Geschichte ist halt, dass du selber für dich natürlich visualisierst, welche Frisur du haben möchtest. Und das gibt dir persönlich auch nochmal ein bisschen Motivation, das Ganze dann durchzuziehen. Also diese Methode ist zwar etwas langwieriger, ja, aber dafür kommst du auch ein bisschen tiefer ins Thema rein. Und deshalb ist das eine ganz schöne Methode, um herauszufinden, ob dir persönlich halt lange Haare stehen oder eben nicht. Falls du dich sowieso schon dazu entschlossen hast, dir im Jahr 2021 deine Haare lang wachsen zu lassen, dann erstmal willkommen im Club und schau bei uns im Online-Shop vorbei. Unser Online-Shop ist jetzt online und im Januar bekommst du mit dem Gutscheincode NUHIER21 noch 21% Rabatt auf deine Bestellung ab einem Bestellwert von 50 Euro. Und by the way, mit jeder getätigten Bestellung über unseren Shop tust du persönlich auch noch was Gutes. Denn mit jeder Bestellung, die über unseren Shop eingeht, geht ein gewisser Prozentsatz an die gemeinnützige Organisation namens Young Bafana. Young Bafana unterstützt seit mehr als 10 Jahren arme Kids aus Townships in Südafrika und versucht denen einfach ein bisschen unter die Arme zu greifen und gibt denen halt ein Bildungsangebot und ein Fußballangebot und versucht die einfach ja, zu unterstützen und denen einfach ein bisschen Hoffnung zu schenken. Gerade dann, wenn man aus armen Verhältnissen kommt, ist das nicht ganz so einfach. Deshalb freue ich mich riesig, dass wir mit unserem Online-Shop dieses Projekt mit unterstützen. Links zu unseren Haarstyling- und Haarpflegeprodukten findest du natürlich unten in der Infobox. Schau einfach mal vorbei, ich würde mich sehr freuen. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit, wie du herausfinden kannst, ob die lange Haare stehen oder nicht. Und das ist auch wohl eine sehr schnelle Variante und zwar mit einer App. Die App heißt FaceApp und mit dieser App hast du die Möglichkeit, zum Beispiel Gesichtszüge in deinem Gesicht zu verändern, wie zum Beispiel dir ein Grinsen zu geben oder dich zum Beispiel altern zu lassen. Und du hast auch die Möglichkeit, dir zum Beispiel ja, eine andere Frisur zu geben. Und das ist natürlich eine ideale Möglichkeit, um einfach ganz schnell einfach mal zu sehen, wie man eigentlich mit langen Haaren aussieht. Ich habe da jetzt mal zwei Beispiele vorbereitet, beziehungsweise zwei Bilder von mir rausgesucht, um euch zu zeigen, wie das jetzt bei mir einfach mal aussehen würde. Und das Coole an der App ist, dass es sowohl in die eine Richtung geht, als auch in die andere Richtung. Heißt, du kannst dir zum Beispiel lange Haare machen, aber du kannst dir auch kurze Haare machen. Ja? Ich habe jetzt mal ein Beispiel vorbereitet. Starten einfach mal hier mit diesem Bild. Ich mache mir jetzt einfach mal einen Bart. Ja? Ich nehme jetzt einen Hipsterbart, dass ich ein bisschen volleren Bart habe. Ja, sieht schon mal ein bisschen voller aus. Und dann nehme ich jetzt zum Beispiel, gehe ich auf Frisuren und nehme jetzt mal einen Kurzhaarschnitt. Und schon sieht man, wie man hier an dieser Stelle mit kurzen Haaren und mehr Bart aussieht. Und das Schöne ist tatsächlich, dass das halt wirklich sehr, sehr realistisch ist. Und das Coole an dieser Stelle ist hier auch nochmal, dass man hier auch nochmal das Vorher-Nachher-Bild sieht und das Bild dann abspeichern kann. Somit weiß man dann ganz genau, wie auch dann der Unterschied ist. Hier habe ich jetzt nochmal ein Beispielbild rausgesucht. Auch ich mal wieder mit kürzeren Haaren und etwas lockigen Haaren. Und da machen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen Bart da hinzu, damit das so ein bisschen mehr in meine Richtung kommt, wie ich jetzt aussehe. Das haben wir gemacht und jetzt packen wir auch noch mal lange Haare dazu. Ja Leute, und wie man sehen kann, das ist schon sehr, sehr realistisch. Also wenn ich mir das Bild so anschaue mit langen Haaren, dann muss ich sagen, ist wirklich gut getroffen. In der Pro-Version kann man auch noch mehrere Frisuren auswählen. Also das ist wirklich schon sehr realistisch und so kann man auf jeden Fall den ersten guten Eindruck bekommen, ob einem lange Haare stehen oder halt eben nicht.
Also, falls du dich dazu entschlossen hast, 2021 dir deine Haare lang wachsen zu lassen, dann schau auf jeden Fall bei uns im Shop vorbei. Und wenn ich dir mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen konnte, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du jemanden kennst, der sich gerade seine Haare lang wachsen lässt, teile auch lieben gerne das Video mit ihm. Somit könnt ihr schon mal sehen, wie das zukünftig bald aussehen wird. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Haare lang wachsen lassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.